liebe Freundinnen und Freunde, jede Biene, jeder Schmetterling und jeder Vogel soll wissen, dass sie mit uns eine starke Stimme haben. Dafür müsste Katrin Göring-Eckardt ziemlich viel Hohn und Spott einstecken für diesen Satz. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, er stimmt. Wenn sogar bei Blasberg um Bienen- und Insektensterben geht, dann sind unsere Themen wirklich ganz in der Mitte angekommen. Und ich finde es wirklich hervorragend, dass Baden-Württemberg hier jetzt Initiative ergreift, Geld in die Hand nimmt und sogar den Peter Haug verpflichtet, eine Strategie zur Pestizidreduktion vorzulegen. Da macht Grün ganz klar einen Unterschied, liebe Freundinnen und Freunde. Und das haben wir gesehen bei den Sondierungen. Wir haben das auch heute schon gehört. Eins ist klar, Jamaika wäre hart geworden für uns, keine Frage. Wahrscheinlich eine tägliche Zumutung. Aber wir hätten viel erreichen können und umsetzen können von unseren Ideen, auf jeden Fall viel mehr, als es jetzt geht. Und es stand da nicht nur Gutes im Papier, sondern auch vielleicht Schwieriges, aber viele gute Ansätze. Keine Agrarwende, aber der Einstieg in eine bessere Tierhaltung, in ein verpflichtendes Tierhaltungskennzeichen, der Einstieg in weniger Pestizide, in transparentere und unabhängigere Zulassungsverfahren, in ein Insektenschutzprogramm und überhaupt mal ein Monitoring. Das wäre doch was gewesen. Aber wir haben in den Sondierungen auch deutlich gesehen, wie groß die Unterschiede zu Union, zu FDP sind und wo die eigentlich alle liegen. Ökologie führt jeder auf der Zunge, alle, aber wenn es zum Schwur kommt, dann beißen sie sich drauf, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn man selbst über abstrakte Klimaschutzziele streiten muss, dann wird es sehr deutlich. Die FDP hat sich in die Büsche geschlagen, Jamaika ist Geschichte. Und es ist noch unklar, wie es weitergeht, ob eine große Koalition, eine Minderheitenregierung oder gar Neuwahlen. Und da sind wir, sage ich euch, für alles gewappnet. Uns ist da nicht bange davor. Unser grünes Profil ist klar erkennbar. Wer es bis jetzt noch nicht kannte, der kennt es jetzt. Und selbstverständlich hätten wir das, was in den Sondierungen erreicht war, gerne umgesetzt. Wegen mir auch mit einem halbwöchigen Koalitionsausschuss. Standing Committee of Coalition beispielsweise. Apropos Standing Committee, da hat kaum war Jamaika Geschichte, der Agrarchemieminister Schmidt einen Ego-Trip in Brüssel gemacht und hat der Glyphosat-Zulassung zugestimmt. Und ich sage euch eins, mit uns wären an diesem Montag spätestens die Koalitionsverhandlungen beendet gewesen, aber mit uns hätte sich Schmidt das auch nicht getraut, liebe Freundinnen und Freunde. Das war ja nicht der letzte Ego-Trip von ihm. Diese Woche ist er schon wieder unterwegs und unterstützt quasi als Deutschland Monsanto bei einem Klageverfahren. Er unterstützt Monsanto vor Gericht gegen bessere Transparenz, gegen die Veröffentlichung der Industriestudien. Und ich sage, Merkel muss diesen Mann jetzt entlassen, weil sonst muss Barbara Hendricks ihre schärfste Waffe zücken und noch mal einen Kaffee trinken mit ihm. Und also, ihr wisst auf jeden Fall, auf die Ökologie kommt es an. Ich wollte noch ein paar Worte zur LAFO-Arbeit sagen. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir die Partei, dass wir die Landtagsfraktion, dass wir die Landesregierung irgendwo vernünftig zusammenbinden. Und das ist der Job, den der Landesvorstand hat, das Austarieren, das Zusammenbinden aller dieser Spannungsfelder. Das geht nicht nur mit eitel Sonnenschein. Natürlich streiten wir uns da. Das halte ich für richtig. Wir sollten es gut machen und vernünftig machen. Wir haben eine weitere Aufgabe, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist mehrfach angesprochen worden, Strukturen im ländlichen Raum. Ich bin sehr froh, dass wir durch die guten Wahlerfolge 2016 und jetzt auch noch mal 2017, wo wir wirklich stärker geworden sind, 13 Mandate für die Landesgruppe im Bundestag, dass wir so viele Mandate haben, dass wir Strukturen wirklich stärken können
und deshalb müssen wir schauen, dass wir das Betreuungsnetz weiter verstärken. Das ist eine gute Basis. Ich komme zum Schluss. Wir müssen auf Nachwuchsförderung achten und eine Sache ist mir ein großes Anliegen. Wir haben keine Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterkandidaten oder Kandidatinnen und auch da müssen wir was institutionalisieren. Wir müssen schauen, dass wir da Menschen finden, die bereit sind, hier anzutreten. Und für alle diese Punkte, liebe Freundinnen und Freunde, möchte ich mich in die Arbeit stürzen im Landesvorstand die nächsten 2 Jahre und dafür bitte ich um eure Stimme. Dankeschön.